So, wir sind gestern in der letzten Folge zum Schluss ja noch hier nach Spanien geflogen. Und wir schauen uns hier mal um. Ich bin kein Architekturstudent, aber das kleine Gebäude sieht alt aus. Ob das vielleicht so eine Art Sommerhaus ist? Verflucht. Abgeschlossen. Ja, wer hätte es gedacht? Ich werde doch nicht auf Dächern rumkraxeln, wenn es nicht sein muss. Schade. Ja, dann reden wir mal mit dem Gärtner. Hi, ist dies das Haus der Familie de Vasconcelos? Wer will das wissen? Ich hatte das deutliche Gefühl, dieser alte Stinkstiefel würde Ärger machen. Ich heiße George Stobart. Ich habe mich gefragt, ob... Das Haus ist nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Ist das hier das Haus der de Vasconcelos? Und was geht Sie das an, Senor? Hören Sie, ich möchte doch nur einmal mit dem Haushaltsvorstand sprechen. Es gibt hier keinen Haushalt. Nur die Gräfin und mich. Erzählen Sie mir doch etwas über die Gräfin de Vasconcelos. Sie empfängt keine Gäste. Das ist alles, was Sie wissen müssen. Sie wissen doch noch nicht einmal, worüber ich mich mit ihr unterhalten will. Sie hat ja wohl kaum in der Lotterie gewonnen, oder? Nein, sie hat nicht in der Lotterie gewonnen. Ein etwas gewitzterer Mann hätte jetzt behaupten können, dass sie gewonnen habe. Oh ja, sicher. Hätte er was? Hätte er tun können. Und dieser gewitztere Mann wäre dann vom Grundstück vertrieben worden. Die Gräfin spielt nicht in der Lotterie. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wer will das wissen? Spekulieren Sie auf eine kleine Bestechung oder sowas? Es gibt nichts, was Sie mir bieten könnten, Senor. Außer dem Vergnügen Ihrer Abwesenheit. Der Typ schirmte die Gräfin offenbar vor der ganzen Welt ab. Aber warum? Der ist aber sehr nett. Erkennen Sie diesen Mann? Nein. Möchten Sie mir gerne die Hand schütteln? Das glaube ich weniger, Senor. Sagt Ihnen dieser Laborpass etwas? Nichts. Wissen Sie, was das ist? Sie. Ich habe ein ähnliches Werkzeug, um die Installationsschächte auf dem Anwesen zu öffnen. Gut, den Rest brauchen wir nicht bei ihm. Adios, Senor. Der Hauptteil des Hauses ist schon alt, aber nicht so alt wie der Schlosstorteil. Hey, Sie? Ja, was gibt's? Es würde Ihnen doch bestimmt auch nicht gefallen, wenn wildfremde Leute einfach in Ihre Wohnung spazieren würden, oder? Doch, das mache ich jeden Tag. Dann nehmen Sie doch selbst auch ein bisschen Rücksicht. Okay, sorry. Schade. Es wäre ja zu einfach gewesen, ne? So, hier können wir nur... dahin... Mir widerstrebt der Gedanke, 30 Meter Gartenschlauch mit mir herumzuschleppen, also lasse ich ihn einfach liegen. Oh, kein Wasser mehr. Aufgehört zu spritzen? Wirklich? Sie? Mein Schlauch hat noch nie aufgehört zu spritzen. Naja, tut mir leid, das zu hören. Es ist immer etwas traurig, wenn eine alte Tradition endet. Hatten Sie etwas damit zu tun? Wie denn? Also, ich bin schockiert. Ich bin zu Stein erstarrt. Wie können Sie so etwas nur denken? Ganz leicht, Senor, ganz leicht. Ich werde jetzt herausfinden, warum mein Schlauch aufgehört hat zu spritzen. Und dazu werde ich in das Haus gehen. Sie jedoch werden keinen Fuß in das Haus setzen. Denn wenn Sie das täten, würde ich ja die Hunde auf Sie hetzen. Hunde? So müssen wir jetzt irgendwie den... Ne, wir können nur reingehen.
ihm bitte nicht. Okay. Hey, Sie da. Ich weiß, dass Sie da sind, Amerikaner. In Ordnung, ihr Hunde. Ich komme. So, wenn er jetzt weg ist, können wir hier was machen? Nur ein kleiner Nebenraum ohne Ausgang, wenn man das Fenster nicht zählt, was ich nicht tue. Ein kleiner Spiegel, dem Dreck im Becken nach zu urteilen, rasiert er sich da. Aha. Wollen wir mal hochgehen? Oh. Madre Dios, wer sind Sie? Ich heiße George Stobbart. Es tut mir leid, dass ich hier so reinplatze. Verlassen Sie sofort mein Haus. Sie sind hier unerwünscht. Bitte, hören Sie mir nur eine Minute zu. In Ordnung. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, Senor Stobbart. Es hat eine ganze Reihe von Morden gegeben. Sie sind Teil einer Verschwörung. Auf jeden Fall hat mich die Spur hierher geführt. Hierher? Hier gibt es nichts, was die Welt da draußen interessieren könnte. Vor mehr als 600 Jahren gab es aber etwas. Was soll das heißen? Diese ganze Angelegenheit ist irgendwie mit den Tempelrittern verknüpft. Die Tempelritter sind nur noch Staub. Sie hatten ein Geheimnis, das so wichtig war, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, es zu verbergen. Ich verstehe nicht ganz, was das mit meiner Familie zu tun hat. Ihre Familie hatte doch eine enge Verbindung zu den Tempelrittern, nicht wahr? Ich glaube, sie haben hier irgendwo einen Hinweis versteckt. Warum sollte ich einem völlig Fremden vertrauen, der in mein Haus eindringt? Ich möchte mich ja nur umschauen, wenn ich nichts finde. Dann verbringen Sie die Nacht auf dem Polizeirevier. In Ordnung. Bitte nehmen Sie Platz. So, ich muss mir zwischendurch mal was zu trinken einschenken. Ich weiß, dass Ihre Familie etwas mit den Tempelrittern zu tun hat, aber ich weiß nicht genau was. Sie sollten lieber fragen, was meine Familie damit zu tun hatte, Senor Stoppard. Die Tempelritter haben vor Jahrhunderten aufgehört zu existieren. Und was die De Vasconcellos angeht, so wird dieser Familienname mit mir aussterben. Das tut mir leid. Kein Grund. Okay, was immer passiert ist, es ist vor fast 700 Jahren passiert. Wenn also die Tempelritter irgendwelche Spuren hinterlassen haben, dann sind sie in Dingen zu finden, die aus dem frühen 14. Jahrhundert stammen. Offensichtlich. Also was gibt es hier, das aus dem frühen Mittelalter stammt? Frühes Mittelalter? Lassen Sie mich nachdenken. Naja, das Haus selbst ist relativ modern. Kaum 300 Jahre alt. Oh, natürlich. Die Schachfiguren. Diese Schachfiguren sind über 600 Jahre alt? Die müssen ja ein Vermögen wert sein. Allerdings. Nicht, dass ich mich von ihnen trennen würde. Natürlich. Nein, das würde ich auch nicht. Das ist die Art Erbe, die man an seine Kinder weitergibt. Entschuldigung. Der Wert dürfte weit geringer sein, als Sie annehmen. Der Figurensatz ist nicht ganz vollständig. Eine der Figuren ist ein jüngeres Ersatzstück. Das Original ging vor langer Zeit verloren. Weiß denn niemand, wo es abgeblieben ist? Nein. Die Kinder hatten es, als sie verschleppt wurden. Kinder? Was für Kinder? Alles schön der Reihe nach, Senor Stockhart. Darf ich die Schachfiguren untersuchen? Sicher. Aber bewegen Sie bitte keine davon. Okay, danke. Aus der Nähe fiel die neuere Figur auf wie ein kaputter Finger. Noch etwas anderes war komisch an den Figuren. Alle Originale hatten unregelmäßige Fußstücke. Herrin, ich muss euch warnen. Da ist ein... Sie! Ich werde sie an die Hunde verfüttern. Lopez, was habe ich Ihnen gesagt wegen dem Verfüttern von Eindringlingen an die Hunde? Aber, edle Herrin... Niemals ohne meine Erlaubnis. Senor Stoppard? Wenn ich das Gefühl bekomme, dass Sie meine Zeit verschwenden, werden Sie an die Hunde verfüttert. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas Interessantes zeigen. Folgen Sie mir. Jetzt sind wir wieder beim Mausoleum. Lopez, schließen Sie die Türe auf, por favor.
Das ist das einzige erhaltene Gebäude auf dem Grundstück, das noch aus der Zeit der Tempelritter stammt. Nett. Was ist das? Ein Sommerhaus? Ein Mausoleum, Senior Stoppard. Oh. Kommen Sie mit. Hey, Senor. Ja? Ich weiß nicht, was Sie meiner Herrin erzählt haben, damit sie Ihnen diese ganzen Gefallen tut, aber ich traue Ihnen nicht. Sie haben keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Kommen Sie nicht rein? Nein, die Toten interessieren mich nicht. Mein Garten ist etwas Lebendiges. Da können Sie mich finden. Wow, das ist alt. Das Mausoleum wurde im 13. Jahrhundert als letzte Ruhestatt für die Templer der De Vasconcelos errichtet. Es ist gut gepflegt. Das hier sind meine Vorfahren. Und sie verdienen Respekt. Ich komme mindestens einmal pro Woche her, um ein Gebet für sie zu sprechen. Darf ich mich etwas umsehen? Aber natürlich. So, was haben wir hier? Das Mausoleum enthält 5 Gruften für 5 der Tempelritter. Lebensgroß in Marmor. Als ich die Bibel entferne, sehe ich ein Muster auf der Ablagefläche des Pultes. Hey, das ist ein Schachbrett. Aus der Nähe kann ich ein Muster aus eingelegten Glaswürfeln sehen. Über einem Schachbrettmuster. Eine große Statue der Jungfrau Maria bewacht alles. Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Ich könnte da nie hochklettern, ohne irgendwas kaputt zu machen. Okay. Sonst ist hier nichts. Darf ich Sie etwas fragen? Bitte, fragen Sie. Wer genau sind denn diese Leute? Meine Vorfahren. Die 5 Männer waren alle Mitglieder der Tempelritter. 5 Vorfahren bei den Templern? Sie müssen sehr stolz auf sie sein. Nicht nur 5. 6. Wo ist der 6. Ritter? Wir wissen es nicht. Einer Ihrer Vorfahren ist verschollen? Das ist eine Familienangelegenheit. Das kann hier wohl nicht wichtig für Sie sein. Sie ist aber verbunden mit dem Fluch der Familie der De Vasconcelos, oder? Ja, allerdings. Doch ich hoffe, Sie respektieren meinen Wunsch, nicht darüber zu reden. Okay, lassen wir das Thema erstmal. Ist die Jungfrau Maria wirklich die Richtige, um ein Mausoleum mit 5 Rittern zu teilen? Sie beweisen nur ihre Ignoranz, Senior Stoppard. Der Templerorden war der Jungfrau Maria gewidmet. Wo ist hier eine Jungfrau Maria? Was ist mit dem gläsernen Schachbrett? Gibt es dazu auch eine Geschichte? Gläsernes Schachbrett? Ach, das Muster auf dem Stehpult. Das dürfte reine Dekoration sein, vermute ich. Da fehlen Glasstücke. Das war schon immer so, seit ich ein Kind war. Die Löcher im Glas sehen aber verteufelt nach Absicht aus. Nein, das ist lächerlich. Welche Bedeutung könnten sie schon haben? Sie sind Teil eines Schachbrettes und die Lücken sind für... Senior Stoppard, Sie meinen doch nicht... Dieser Ort wurde für die Templer gebaut und ihre Schachfiguren stammen aus der Zeit der Templer. Das bringt einen doch ans Grübeln, oder? Das hier muss es sein. Hierauf verweist die Handschrift. Das ist umwerfend. Darf ich das so verstehen, dass die Templer hier ein Rätsel hinterlassen haben? Und dass wir die ganzen Jahrhunderte nicht mal gemerkt haben, dass es dieses Rätsel überhaupt gibt? Es ist wundervoll zuzuschauen, wie sich die Gräfin vor meinen Augen verwandelt. Nun gut. Keine Zeit für ein längeres Bad in Selbstmitleid. Was? Senior Stoppard? Dieses Mysterium hat lange, sehr lange überdauert. Aber es endet hier und jetzt. All die Jahre des Fatalismus fielen einfach von ihr ab. Lopez? Lopez! Legen Sie den Schlauch weg und hören Sie mir zu. Gehen Sie zum Haus und holen Sie meine Schachfiguren. Ja, die alten Schachfiguren. Los jetzt! Schnell! Oh, das ist aufregend, was? Erwarten Sie nicht zu viel. Das könnte genauso gut eine Sackgasse sein. Oh, daran glaube ich keine Sekunde lang. Es ist schön, Sie so glücklich zu sehen. Glücklich? Ja, wissen Sie, ich glaube, das bin ich wirklich.
Während wir warten, könnten Sie mir doch eigentlich erzählen, was hier wirklich passiert ist. Ich meine mit dem Fluch und so. Es fing alles zu der Zeit an, als der Orden der Tempelritter zerschlagen wurde. Don Carlos hatte den Orden bereits verlassen, um ein Gelehrter zu werden. Don Carlos? Ist das der Kerl, der verschollen ging? Sie. Aber er hatte seine Rechnung ohne den Bischof dieses Bistums gemacht. Er neidete uns, unser Land, und beschloss, das päpstliche Edikt als Vorwand zu benutzen, um uns zu vernichten. Don Carlos befand sich gerade auf einer seiner Forschungsreisen, als die Inquisition kam. Als Don Carlos zurückkehrte, fand er seinen getreuen Diener ermordet vor. Seine Kinder waren verschwunden. Sie haben die Kinder mitgenommen. Warum? Das werden wir wohl nie erfahren. Der Bischof leugnete, irgendetwas über das Verschwinden der Kinder zu wissen. Aber Zeugen haben gesehen, wie seine Männer den Diener töteten, in dessen Obhut Don Carlos sie zurückgelassen hatte. Was geschah mit Don Carlos? Er legte einen heiligen Schwur ab, seine Kinder wiederzufinden, selbst wenn er bis zum Rand der Welt gehen müsse. Er legte seine Rüstung an, gürtete Schwert und Schild und ritt alleine hinaus. Niemand hat ihn je wieder gesehen. Ah, Lopez. Haben Sie die Figuren? Sie, Signora, wie Sie befohlen haben. Por favor, Señor Stoppard. Wären Sie wohl so freundlich? Aber, Signora... Beruhigen Sie sich, Lopez. Ich glaube, Señor Stoppard handelt aus ehrenwerten Motiven. Sehr wohl, Signora. Meine Herrin scheint euch zu vertrauen. Aber Sie nicht. Nein, Señor. So. Es passt, Señor Stoppard. Es passt. Schnell finde ich heraus, welche Figuren in welche Löcher gehören. Machen wir in der nächsten Folge.